want you to breathe all this in, breathe all this in. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Wir sind hier am letzten Tag der Statics bei Formula Student Spain und wir sind dabei, unseren Cost Report zu absolvieren. Wie ist das denn gelaufen eigentlich? Der Cost Report war heute ein bisschen stressig, da wir auch noch ein offenes E-Scoot hatten, das wir abschließen mussten. Deswegen war das alles zeitlich sehr knapp, haben jetzt allerdings auch sowohl den Cost Report als auch das E-Scoot hinter uns und darüber sind wir alle ganz froh. Yay. Erzähl doch mal was zur Pressearbeit, Finja. Ja, also heute begann der Tag eigentlich ziemlich entspannt. Wir haben ein bisschen noch ausgeschlafen und dann ging es hier rüber. Und dann habe ich mich eigentlich direkt an den Videoschnitt gesetzt. Und was hast du so gemacht heute? Ja, der große Vorteil ist ja, wenn man neben einem Team steht, dass man die ganze Zeit daneben steht. Ich habe natürlich erstmal ganz frech ausgeschlafen und eine ganze Menge E-Mails geschickt. Und dann habe ich angefangen, hier mitzufiebern mit unserem E-Scoot. Den Hälfte von Kost habe ich auch noch mitbekommen, aber E-Scoot hat ja schon noch eine ganze Menge Gefühle und Nerven gekostet. Aber ich bin froh, dass wir da durch sind und deshalb sehe ich jetzt auch ganz positiv auf unsere weiteren drei Sticker, die noch fehlen. Und dann werden wir das heute Abend richtig rocken. Ich habe richtig Lust. Das freut mich total, Henning. Ich freue mich, dass du hier bist. Gibt es irgendwas ganz Besonderes für dich, was Spanien so ausmacht? Warum ist das das Event, wo du jetzt genau eine Woche da bist? Ja gut, Spanien ist natürlich dahingehend das Top-Event, weil es das letzte ist. Das heißt, wir haben ein toll durchgetestetes Auto. Sollten wir, muss ich mal leider so betonen. Das ist eigentlich das, wo man sagen kann, okay, hier haben wir richtig gut Chancen gehabt, das zu rocken. Der zweite Vorteil ist natürlich auch, wir sehen es, es ist verdammt warm. Ich bin überzeugt davon, dass Silvia standhalten wird und die Temperaturprobleme wir vielleicht ein bisschen ausnutzen können, die andere haben. Und natürlich ist die Stimmung hier immer super. Also da muss man nicht viel sagen, es ist nicht verkrampft. Alle anderen Teams sind auch locker drauf. Die sagen auch vielleicht, das ist das letzte Event für dieses Fahrzeug. Wir haben mit dem Cultural Dinner eine super Sache, wo sich die Studierenden untereinander toll vernetzen können. Und ganz besonders freue ich mich heute aufs Nachtrennen, da bin ich mal ganz ehrlich, weil das ist einfach ein Highlight hier auf der Startziel vom Circuit de Catalunya Barcelona zu sehen, wie Formula Student Rennwagen da lang preschen. Vielleicht haben wir wieder ein tolles Bild wie letztes Jahr, dass wir die alle mal eine Startaufstellung stellen können. Das hört sich gut an. Wir freuen uns auf heute Abend und vielen Dank an dich, Henning.